So, ich bin hier gerade am Holzhacken von meiner kleinen Hütte. Ich brauche ein bisschen Anbrennholz für den Winter. Mein Vorteil ist, dass ich hier so einen kleinen Holzofen habe, mit dem ich heizen kann. Die meisten sind auf Gas und anderes angewiesen und haben natürlich schlicht keine Kohle mehr, diese irren Kosten eigentlich zu bezahlen. Es riecht einen total auf. Und du hast vor allem eine Bundesregierung, der das völlig scheißegal ist. Ne? Die haben offenbar jeglichen Bezug zur Basis dieser Gesellschaft verloren, dass Leute das nicht bezahlen können. Dass die Monat für Monat, Woche für Woche gucken müssen. Die stehen bei Aldi an der Kasse und überlegen, ob sie diese Butter für 3 Euro, kostet es zum Teil mittlerweile, überhaupt bezahlen können. Da stimmt doch was nicht. Und diese Regierung tut nichts, tut überhaupt nichts dagegen. Und das ist schon etwas, was einen dann auch wirklich aufregen kann, wie einem Leute, die eben nicht auf der Sonnenseite geboren sind, wie man die einfach links liegen lassen kann. Das finde ich das Allerletzte. Und wir haben ja schon ein paar Vorschläge gemacht, mal endlich einen Gipfel zu machen, wie man guckt, dass man die Leute hier durch den Winter bekommt. Ja, dass die nicht irgendwie sparen müssen. Jetzt gibt es Vorschläge, Schwimmbäder zu schließen. Die haben doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Gerade das wird dann für die geschlossen, die darauf angewiesen sind, weil sie sich nämlich keinen Garten leisten können oder weil sie nicht in Urlaub fahren können. Und das ist schon was, wo du wirklich dann die Wut kriegen kannst. Vor allem, weil man es anders machen könnte. So viel mal dazu. So, deswegen auch im Urlaub gilt, auch von hier aus dem Garten kann man versuchen, was zu machen. Wir haben jetzt noch mit der Regierung angeschrieben, es braucht gefälligst einen Armutsgipfel. Du musst mal gucken, wie du diejenigen entlasten kannst, die wirklich nichts haben, weil es ist wirklich, das regt mich so auf und da kommen wirklich diese absolut verblödeten Energiespartipps, ja. Allein, dass die es nicht merken, so Leute wie Habeck oder so, die machen Energiespartipps für Leute, die machen das schon seit 20, 30 Jahren, sparen die und jetzt kommen da noch Leute, ne, die ordentlich Schotter verdienen, die irgendwie für diese Leute nichts übrig haben und sagen denen, die sollen noch mal eine Runde mehr sparen. Das geht überhaupt nicht, sondern man braucht einen klaren Preisdeckel bei dem ganzen Scheiß, der hier abläuft. Man muss den Konzernen, die musst du an die Kandare nehmen. Das kann doch nicht sein. In anderen Ländern geht das da auch. Und hier pfeift diese Regierung im Zweifel schon bei Koalitionsverhandlungen nach der Pfeife von Porsche und irgendwelchen anderen unappetitlichen Leuten in diesem Sinne.